Ich arbeite am Standort Hermsdorf und meine Reise zum Fraunhofer IKTS hat eigentlich schon vor 4 Jahren angefangen, da ich einen längeren Aufenthalt in Afrika hatte. Habe dort gearbeitet und einfach auch den Kontinent erkundet und habe dort gelernt, dass Verfügbarkeit von Wasser in ausreichender Qualität und Quantität keine Selbstverständlichkeit darstellt. Keramische Membranen sind recht attraktiv, gerade im Bereich Abwasseraufbereitung, da sie extrem stabil sind. Das heißt, dass wir uns insbesondere um die Abwasserströme auch kümmern, die sehr aggressive Eigenschaften aufweisen. Das sind beispielsweise Abwässer aus der Lebensmittelindustrie oder auch Abwässer aus dem Bereich Produced Water oder Haldenabwässer. Die haben es natürlich mit ganz anderen Konzentrationen zu tun als die Konzentrationen von Salzen, die wir jetzt im Meerwasser vorfinden würden. Wir nutzen dann diese Technologie quasi, um das Wasser aufzubereiten und aus einer, sag ich mal, hochkonzentrierten Lösung so viel Frischwasser wie möglich zu gewinnen. Dieses Frischwasser kann dann auf vielfältige Art und Weise einem Prozess wieder zugeführt werden. Idealerweise schaffen wir das auch so viel Frischwasser zu extrahieren, dass wir eine Aufsättigung des Rohwassers so weit gestalten können, dass auch eine Rückgewinnung quasi von den Salzen durchaus möglich sein kann.